Christophorus ist ein frühchristlicher Märtyrer, der vermutlich im 3. oder beginnenden 4. Jahrhundert gelebt hat und in der katholischen und der orthodoxen Kirche als Heiliger verehrt wird. Aus den Quellen geht nicht eindeutig hervor, ob er zur Regierungszeit des römischen Kaisers Decius oder der des Kaisers Maximinus Daae lebte. Christophorus wird in der Ikonographie häufig als Hüne mit Stab dargestellt, der das Jesuskind auf den Schultern über einen Fluss trägt. Er zählt zu den 14 Nothelfern und ist heute besonders bekannt als Schutzheiliger der Reisenden. Überlieferung: Im Martyrologium Romanum wird der 25. Juli einem Märtyrer namens Christophorus zugeordnet, jedoch ohne biografische Angaben. Viele Legenden ranken sich um den Heiligen. Vor seiner Taufe hieß Christophorus der Überlieferung gemäß Reprobus auch Ophorus Ophro oder Adokimus. Nach einer ab dem 5. Jahrhundert nachweisbaren ostkirchlichen Überlieferung war er ein Kynokephale, ein Angehöriger eines wilden, hundsköpfigen Fabelvolks. Er wurde zunächst Soldat, zog dann als Missionar durch Lykien, bis er das Martyrium durch Enthaupten erlitt. Verschiedene Ikonen der Ostkirche zeigen den hl. Christophorus mit dem Kopf eines Hundeartigen. Laut Karl-Heinz Göttert besteht die Möglichkeit, dass das Generae Canaaneo in einer lateinischen Handschrift, in der erzählt wird, wie Christophorus in Lykien 48.000 Menschen bekehrt hat, als Canaaneo gelesen wurde. Nach westlichen Quellen war er ein Riese namens Ophorus, dessen Erscheinung alle erschreckte, die ihm begegneten. Ophorus wollte nur dem mächtigsten Herrscher dienen, diesen begann er zu suchen. Er fand aber keinen, dessen Macht nicht irgendwie begrenzt war. Nach langer vergeblicher Suche riet ihm ein frommer Einsiedler, unbegrenzt sei nur Gottes Macht und Ophorus solle nur Gott dienen. Aber wie sagt mir Gott, was ich tun soll? Anführungszeichen. Als Gottes Wille solle Ophorus seine überragende Gestalt erkennen. Ophorus solle anstelle eines Fährmanns Reisende über einen Fluss tragen und diesen Dienst als den Willen Gottes ansehen. An einer tiefen Furt verrichtete Ophorus fortan diesen Dienst. Eines Tages nahm er ein Kind auf die Schulter, um es über den Fluss zu tragen. Zunächst war das Kind sehr leicht, aber je tiefer Ophorus in die Furt stieg, desto schwerer schien es zu werden. In der Mitte des Stromes keuchte Ophorus schließlich: Kind, du bist so schwer, als hätte ich die Last der ganzen Welt zu tragen. Anführungszeichen. Das Kind antwortete: Wie du sagst, so ist es, denn ich bin Jesus, der Heiland. Und wie du weißt, trägt der Heiland die Last der ganzen Welt. Anführungszeichen. Am anderen Ufer angelangt, setzte Ophorus das Kind ab, worauf das Kind zu ihm sagte: Du hast den Christ getragen, von jetzt an darfst du Christophorus heißen. Die westliche Fassung der Legende wurde populär und ist überliefert besonders durch ihre schriftliche Fassung und Verbreitung in der Legenda Aurea. Bildergalerie. Verehrung. Gedenktag, Gedenktag, katholisch, 25. Juli. Für den deutschen Sprachraum wurde er allerdings nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil auf den 24. Juli verlegt. Gedenktag orthodox, 9. Mai. Gedenktag evangelisch, 24. Juli im evangelischen Namenkalender. Patrozinien: Schon 452 wurde Christophorus in Chalkedon eine Kirche geweiht. Zu weiteren Patrozinien siehe den Artikel Christophoruskirche. Die evangelische Christusträgerbruderschaft, die Christusträgerschwesternschaft und die karitative Bruderschaft St. Christoph sind nach dem Heiligen benannt. Die Notarzthubschrauber des ÖAMTC in Österreich heißen Christophorus. Rettungshubschrauber haben in Deutschland den Bosfunk-Rufnamen Christoph. Die bayerische Lebensrettungsmedaille 2. Klasse heißt Christophorus-Medaille. Anrufung, Schutz, Ikonographie und Kultus: Christophorus ist einer der 14 Nothelfer und in dieser Funktion der Helfer gegen einen unvorbereiteten Tod. Er ist Patron der Seeleute, Reisenden, Lastträger, Kraftfahrer, Luftschiffer und Straßenwärter. Er ist außerdem der Schutzpatron der Insel Rab in Kroatien und der Städte Braunschweig, Hildesheim, Stuttgart, Werne, Würzburg und Vilnius. Das Motiv des Christusträgers wurde häufig in der Kunst dargestellt. Christophorus
Amphoros ist auf Darstellungen der Westkirche immer ein Riese, Heiligenattribut ist das Christuskind, meist auf der Schulter. Da der Anblick seines Bildes vor einem plötzlichen Tod bewahren soll, wurden an zahlreichen Kirchen und anderen Gebäuden riesige Christophorus-Bildnisse angebracht. Die Besonderheit sind die romanischen Christophori an der Außenwand, von weitem sichtbar an Wegkirchen. Gläubige führen bis heute Bilder des Schutzpatrons der Reisenden im Fahrzeug mit. In St. Christopen im Wienerwald wurde im Juli 1928 erstmals in Österreich ein Fahrzeug gesegnet. Seither gilt der Ort als Wallfahrtsort der Kraftfahrer Österreichs. Alljährlich im Juli findet hier die Wallfahrt der Verkehrsteilnehmer statt. Christophorus ist zudem der Schutzpatron der Straßenwärter. Bei Prozessionen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gingen in manchen Regionen Europas Darsteller des Hl. Christophorus auf Stelzen mit. Im französischsprachigen Belgien nimmt bei Prozessionen in Flobeck sowie beim Stadtfesto Kasse der seit 1976 wieder eine solche Riesenfigur teil. 1920 wurde die Legende als Christopher, ein groß und schön Legendenspiel des Dichters Dietzen Schmidt in Königsberg, auf die Bühne gebracht. Punkt. Einzelnen Quellen zufolge deute die ostkirchliche Darstellung des Christophorus mit dem Kopf eines Hundeartigen auf einen Einfluss des altägyptischen Anubiskultes hin. Andere Autoren verweisen darauf, dass die Beschreibung der Kynokephalen als hundeköpfige Kannibalen und Schlimmeres vielmehr dem entsprochen habe, wie der Angehörige des Römischen Reiches, der die Geschichte des Martyriums des Hl. Christophorus niederschrieb, die nordafrikanische Region Marmarika empfand, in der der Stamm der Marmarite lebte, dem Christophorus angehört haben soll.